Aha, jetzt werden wir gleich wieder ein bisschen dreispurig. Zack. Und wir gehen natürlich wie immer in die Mitte, wie es gehört für uns. Ja, aber da können wir mal rechtzeitig in eine Richtung ausweichen, falls irgendwas passiert. Deswegen fahre ich auch immer in der Mitte. Na, da vor uns ganz schön viel Verkehr. Ein ADR-Tank von Aldi. Ja, auch nicht schlecht. Oh, da müssen wir jetzt gleich die Autobahn wechseln. Ja, man kann es ja mal versuchen, solange der Trailer nicht beschädigt wird. Also es grenzt ja schon wieder fast wie damals hier mit den über 100 Euros. Das war auch schon ziemlich unverschämt. Ja, Bus, fahr ruhig raus. Ja, du fahr auch noch raus. Ich glaub's ja wohl. So, jetzt müssen wir auch noch die letzten Kilometer hier auf der Landstraße abgucken. Das freut mich natürlich allemal. Denn mich freut es auch wieder, dass mein linker kleiner Finger wieder mal nach langer Zeit mal wieder eingeschlafen ist. Das macht natürlich das Fahren nicht angenehmer. Hier ist eine Kreuzung mit einer Ampelschaltung. Das ist ja auch mal was Neues. Fahr doch mal schneller, verflucht. Ja, solange kein Gegenverkehr ist, wird hier großzügig überholt. Hier ist irgendwo eine Werkstatt. Da hinten drinne scheinbar. Wir können gerade nicht überholen. Aber du kannst mir einen Gefallen tun, kannst mal auf die Tankstelle drauf fahren. Na, den Gefallen tut er mir nicht. Stattdessen sehen wir auf der Tankstelle wieder einen dreckigen Renault. Jetzt Vollgas.
Was haltet ihr denn jetzt schon wieder an? Okay. Ach so, das ist eine Ampel hier. Oh shit. Oh, da haben wir uns dazwischen gemogelt. Gut, das konnten wir jetzt auch nicht wissen, dass hier wieder so eine komische Baustelle ist. Deswegen mussten wir uns da jetzt mal schön durchmogeln. Ja, das ist der Hafen von Venezia. Ja, haben noch genügend Zeit. Oh, schönes Gebäude da vorne. Es wird erstmal Schleichwerbung wieder für Lidl gemacht. Oh, der Typ gähnt. Na, in der Zwischenzeit kann ich mal versuchen, dass mal meine Hand wieder wach wird. Erster Aufenthalt in Venezia. So ist es. Ja, da vorne ist die Firma Verkamp. Alles klar. Ja, ein lecker Becher Eis. Da eine Öllieferung oder Benzinlieferung von British Petrol, so wie es aussieht, hier neben mir. Ah, der Typ gähnt sich wieder ein zurecht. Was gut ist, denn die Firmen sind hier ziemlich dicht beieinander. Hier ist Acesa, hier ist Daxa und dahinten ist Verkamp. Ja, passt doch alles ziemlich gut. Und die Werkstatt ist auch gleich in der Nähe. So, jetzt sehe ich natürlich die... Ah, so, jetzt schalte ich um. Gut. Und hier ist Verkamp und da machen wir... Und da fahren wir rein. Und zack. 598 Kilometer in 7 Stunden 3 Minuten, 220,9 Liter. Ja, wie gesagt, dafür gibt es nur ein paar Asphaltgüter, Erfahrungsbonus und Fernfahrt. Ja, 19.195 Euro und 747 Erfahrungspunkte. Ja, das wäre es dann für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen im 100. Auftrag wieder zusammen mit dem NRWBO 18, den guten Tom. Und schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein zum 100. Auftrag von Oil Track Simulator 2. Bis dahin, wie immer, und ciao.